kurz zur Eröffnung des zweiten Tages der Zusammengebaut 2017. Matthias, Mitorganisator und Millennium Falken, Herr Bauer, grüß dich. So ist das. Grüß dich, Andres. Wir haben das Muster bekommen und du hast es dankenswerterweise zusammengebaut. Jetzt steht es hier in Borken im großen Saal. Sag was zu. Hat dir das denn Spaß gemacht, über 7000 Teile zusammenzuzimmern? Ja, war super. Also, ne, wir haben es ja kurzfristig dann zusammengebaut, richtig. Ne? Und innerhalb von einer Woche, ich habe das immer schön abends nach der Arbeit dann gemacht, habe dann zwischen 3 bis 4 Stunden abends noch gesessen und habe gebaut von Montag bis Freitag. Ja, es war super. Also es war auch total entspannt, hat jetzt keinen Stress gemacht oder sonst irgendwas. Hat Spaß gemacht. Du hast gesagt, es ist immer durchaus abwechslungsreich. Also es wiederholt sich jetzt nicht alles, sondern... Nee, es ist so. Also es ist absolut abwechslungsreich. Es sind zwar Teile, die identisch aussehen, aber es gibt so viele Details, die dann doch wieder anders sind. Also es ist wirklich gut. Super, haben sie gemacht. Der Falken, das ist ja jetzt der 75192. Der wurde quasi in der Größe nicht verändert, aber es gibt neue Details und es gibt vor allem auch Innenleben. Also er ist eigentlich wirklich komplett überarbeitet worden. Also wenn man die alte Version sieht, die war ja oben, da waren oben drüber viel mehr Noppen und jetzt ist das schon, gibt es auch noch Noppen, aber es ist halt ein bisschen glatter geworden. Das Innenleben ist zusätzlich dazu gekommen, das gab es vorher auch nicht. Kann man oben alles abnehmen. Das, guck mal, zeig mal vielleicht nochmal später. Ja. So. Ganz neu ist auch das Cockpit-Element vorne, also das ist auch bedruckt. Ja, und halt ein Stück oder zwei Stück. Ne? Es ist jetzt nicht mehr so, sind die einzelnen Streben des Cockpit andeuten, sondern es sind halt wirklich so Glasfensterelemente. Der Gag ist auch noch, was ich sehr lustig fand, dass die Minifiguren beigegeben haben aus The Empire Strikes Back und The Force Awakens. Also das Imperium schlägt zurück und das Erwachen der Macht. Und die sehen wir da unten, die ganzen Minifiguren. Genau, und da sind auch ganz neue Kollegen aus The Letzten Jedi dabei. Genau, also beziehungsweise The Letzten Jedi, die ja jetzt ja im Dezember anläuft. Da gibt es so zwei neue, oder eine neue Art von Tieren, keine Ahnung, Pox heißen sie, glaube ich. Ja, ganz niedlich, nur ein bisschen kleiner als so ein BB-8, aber... Hübsch, bin ich gespannt, wie das im Film und wie die im Film rüberkommen. Ja, und dann ansonsten gibt es halt noch man kann ihn ja in zwei Versionen darstellen. Einmal die uralte oder die alte Version mit der runden Schüssel. Und man hat dann halt die neue Version aus dem letzten Star Wars Teil mit der eckigen Schüssel. Und dann gibt es hier vorne noch so zwei Elemente, die sind wohl Traktorstrahlen, ne? Sowas in der Richtung. Genau. Kannst du noch einmal ein Element abnehmen, wenn wir quasi einmal einen Blick reinwerfen können? Ja, wir werden es mal probieren. Also genau, das ist nicht ganz einfach. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen dadurch, dass sie halt abnehmbar sind, das ist ja schön, wird er halt so ein bisschen fragil. Ne? Aber ich habe jetzt hier mal so ein Teil abgenommen, das ist dann hinten. Quasi im Frachterraum gibt es da so eine Geschichte und vorne ist dann halt, wo der Schachbrett ist und sowas, da kann man dann auch nochmal reingucken. Der Millennium Falken hat wahrlich seinen Preis mit knapp 800 Euro, aber wenn man wirklich Star Wars Fan ist und ein Sammlerstück haben möchte, kann man sich das überlegen, ne? Nein, natürlich. Also das ist keine Frage. Das heißt, keine Frage, aber ne, es ist schon... Also wer wirklicher Fan ist und den letzten leider verpasst hat, der hat hier die Chance, sich wieder einen zuzulegen. Matthias, vielen Dank fürs Zusammenbauen, für die vor allem tollen Bilder und dein Review. Auf zusammengebaut.com gibt es nochmal die langen Version und noch weitere Bilder. Da ist er, der Falke, und wir machen gleich die Pforten auf und dann kommen wieder die Besucher. Okay. Matthias, vielen Dank und danke Michael fürs Film. Weiterer Mitorganisator. Genau. Schönen Tag. Viel Spaß.